Der Aufstieg ist sicher, das merkt man. Die Mannschaft, sie wirkt gelöst, sie wirkt selbstsicher. Wenn Sie aber auch noch den Titel wollen, Wolf, dann müssen Sie heute auf Sieg spielen. Schiedsrichter der Partie ist Francisco Caldejos. Hier sehen wir die heutige Aufstellung von Barça. Schauen wir uns mal Ihre Formation an. Sie werden in diesem 4-3-3 die Flügelstürmer draußen eng an der Linie halten und dann versuchen, die Bälle scharf reinzubringen. So gehen es die Bayern also heute an. Also die Richtung dürfte... Macht er ihn! Richtig gut vom Torwart, den hat er sicher. Ter Stegen. Auf das Spiel heute freue ich mich besonders. Die Bayern dürften gefordert werden, Buschi. Sieht ganz danach aus. Auf dem Papier zumindest sind die Teams sehr ausgeglichen. Und Lewandowski. Oh, komm, was ist denn das? Iniesta. Da holt er den Ball zurück. Klar, gibt Einwurf. Thiago. Robben. Thomas Müller. Ja, weiß, was ist denn das? Der Bescheißte. Messi jetzt. Fairer Einsatz hier. Das gibt Einwurf. Ivan Rakitic. Souverän, er hat den Ball. Fehlpass Thiago. Macht er ihn. Den Schuss verzieht er, keine Gefahr für das Tor. Der Angriff ist erstmal vorbei, sie verlieren den Ball. Könnte gefährlich werden. Messi am Ball. Da geht er dazwischen. Und Lewandowski. Freistoß gegen Barça hier. Schiri zeigt ihm gelb. Er hatte einen guten Blick auf die Szene. Das geht, wie ich finde, in Ordnung. Er holt sich die Flanke. Gut gemacht. Das gibt Ecke. Er versucht's. Ribéry. Und Suarez. Neymar jetzt. Ecke. Jetzt Einwurf Barça. Sergio Roberto. Barcelona am Ball, gibt Einwurf. Einwurf zum Gegner, das war unkonzentriert. Fahne oben, Suarez im Abseits. Das könnte eine Gelegenheit werden. Da kann er ihn stoppen. Die Chance. Steil gespielt, gute Idee. Ball schon wieder weg, gut gemacht. Was? Und Robben treibt den Ball nach vorne. Super Flanke. Flanke, aber abgeblockt von Piqué. Da verlieren sie den Ball. Rafinha. Da passt er auf. Umtiti.
Chance werden. Messi mit dem Versuch. Souverän gemacht vom Torwart. Ich habe nur einmal gedruckt und nicht zweimal. Vor Bayern Lewandowski. Der Torhüter kann jetzt abstoßen. Jetzt der Angriff von Barca. Vidal am Ball. Hey. Jetzt ist die Kugel weg. Hey, du dir da. Im Moment ist Barcelona zu harmlos. Folgerichtig noch kein Tor für die Katalanen. Messi. Bei allen Erfolgen mit dem FC Barcelona in der argentinischen Nationalmannschaft sind die großen. Und jetzt ein Schuss. Super gemacht vom Torwart. Gute Chance jetzt. Sie bekommen die Ecke. Gut gemacht vom Torwart. Er ist sicher bei dieser Ecke. Sehr guter Einsatz. Gibt's jetzt die Gelegenheit. Da kommt er raus und hält den Ball. Was ist denn das? Und die Möglichkeit. Messi. Was für ein Tor. So ist das dann. Du denkst, du kannst hier mit dem Sieg den Titel holen und dann liegst du auf einmal zurück. Ich bin mal sehr gespannt, wie sie jetzt auf diesen Rückschlag reagieren. Nichts zu machen für den Torhüter. Der Ball geht knapp unter die Latte. Da kannst du im Grunde nicht rankommen. Ein super Tor. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Und nun Messi. Barcelona mit dem Angriff. Jetzt vielleicht. Und da haben wir es, das Tor. Das läuft nicht so, wie sie sich das gewünscht haben. Sie wollten heute den Titel holen, aber bei diesem Spielstand sieht es ganz und gar nicht danach aus, als ob das heute klappen sollte. Er trifft zum zweiten Mal in dieser Partie. Das 2-0, Führung ausgebaut. Mal sehen, ob sie so weitermachen. Und Müller. Gute erste Hälfte, sie liegen mit 2-0 in Front und nach der Pause müssen sie einfach... Der zweite Durchgang läuft. Anstoß vom FC Bayern. Iniesta. Gutes Tackling. Da steht die Abwehr sicher. Und jetzt Vidal. Ja. Ich habe halt gedrückt. Egal. Ribéry. Jetzt müssen sie aufpassen. Das war eine richtig gute Möglichkeit, aber jetzt der Ballverlust. Fairer Einsatz hier. Er steht gut und hat den Ball. Super durchgesetzt. So, jetzt Barca am Ball. Geht er rein?
Iniesta. Sie bekommen eine Ecke. Mats Hummels klärt. Er zieht ab. Thomas Müller. Er feiert heute seinen Geburtstag. Und jetzt Thomas Müller in der Offensive. Jetzt kann er den Ball reinbringen. Mann. Jetzt ist der Angriff doch gestoppt. Der Gegner hat den Ball. Alles, was ich probiere, geht daneben, oder was? Ach komm. Neymar! Ja. Ein fantastischer Treffer. Jetzt liegen sie deutlich zurück. Aber kann man dem Torwart alleine die Schuld geben, Buschi? Ja, das wäre zu einfach, Wolf. Sie spielen als Mannschaft und verlieren als Mannschaft. Da müssen sie im besten... Der Schuss von Müller. Ganz wichtig. Er hält den Ball fest. Haben wir nicht vor dem Spiel noch alle gesagt, dass wir hier ein ganz enges Ding erwarten, Buschi? Ja, so kann es kommen. Ne? Da kannst du noch so viel analysieren, kannst Experten befragen. Am Ende, Achtung, ist es die Tagesform. Jetzt vielleicht. Macht er ihn! Ja, er macht ihn! Dreierpack heute für Leo Messi. Wieder einmal eine überragende Partie des Argentiniers. Und mit dem Tor ist der Dreierpack perfekt. Richtig starkes Spiel. Sie bekommen ihn nicht wirklich in den Griff. Jetzt geht vielleicht was über Müller. Oh nein. Was jetzt machen vielleicht? Die? Er hat den Ball. Gutes Tackling. Gutes Tackling. Ja. Und damit Freistoß gegen Barca. Da kommt nochmal das Tor in der Wiederholung. Wird das seine Torchance? Er macht das Spiel schnell. Piqué mit gutem Einsatz. Lionel Messi am Ball. Defensiv machen sie es gut. Thomas Müller jetzt. Da gewinnt er den Zweikampf. Und jetzt vielleicht. Robben geht nach vorne. Guter Vorteil entschieden für die Bayern. Was macht das? Sie denn? Kommen nicht durch. Gut verteidigt und die Chance ist vorbei. Nun Neymar. Die Defensive steht. Nur Müller. Jetzt Robben am Ball. Fairer Einsatz hier. Och, das ist doch nicht normal. Neymar hier mit Zug zum Tor. Ja. Und jetzt die Chance. Klasse gemacht, stark geblockt. Mit der Ecke könnte es gefährlich werden. Die Aktion wird jetzt also doch noch bestraft. Er sieht hier Messi, Messi, Messi. Er kommt hier mit dem Kopf dran, aber nicht präzise genug. Der Ball vielleicht einen Tick zu hoch, dadurch konnte er ihn nicht wirklich kontrollieren. Und jetzt Müller. Sie suchen das Loch in der Abwehr. Das macht er gut. Jetzt Messi. Und er schießt. Der Schuss war gefährlich, aber der Spieler blockt ihn richtig gut. Also, lange ist hier nicht mehr zu spielen, Buschi. Entsprechend auch die Körpersprache der Spieler. Die wissen, heute wird's nichts mit dem Titel. Jetzt Arjen Robben. Die Flagge kommt gut rein. Thomas Müller! Das Tor für den FC Bayern! Dieser Treffer ist auf jeden Fall nochmal eine Wiederholung wert. Ja, da konnte er ja fast nicht anders, als hier zu treffen. Die Hereingabe perfekt. Wunderbar anzusehen, wirklich.
Und wir dürfen uns dieses Kopfballtor nochmal in der Wiederholung ansehen. Schön hereingegangen. Messi! Er trifft die Latte. Und jetzt rücken sie auf. Da kommt der Schuss. Ein Tor hat er hier schon geschossen. Und das gerade hätte das zweite sein können für Neymar. Er ist richtig gut im Spiel. Immer gefährlich. Wenn das so weitergeht, trifft er nochmal. Könnte gefährlich werden. Müller am Ball. Da verlieren sie den Ball. Da wäre mehr drin gewesen. 4 Minuten bleiben hier noch. Sergio Busquets. Klar. Abwehr hat aufgepasst. Nur Müller. Da trennt er ihn vom Ball. Jetzt kann es was geben. Neymar mit dem Ball. Er versucht's. Jetzt bin ich gespannt, wie er die Ecke reinbringt. Jetzt Müller. Und jetzt der Schuss. Gut abgeblockt. Fairer Einsatz hier. Ja. Da war noch einer dran, daher Eckstoß. Die letzte reguläre Spiel. Er köpft den Ball. Interessante Statistik, wie ich finde. So also waren die Ecken heute verteilt. Rakitic! Super Einsatz vom Torhüter. Das Spiel ist vorbei. Barca gewinnt. Mit dieser Niederlage ist der Traum vom Titel leider geplatzt. Ja, schade, aber es war eine klasse Saison und der Aufstieg